Liebe Freunde, ich habe heute eine Rede vorbereitet und ja, möchte aber eines davor noch machen. Ich möchte einem von euch, wir haben wirklich ganz, ganz wenig Zeit, aber ich möchte einem von euch nur die Gelegenheit geben, weil ich es versprochen habe, ganz kurz seine Geschichte zu erzählen. Traut sich das irgendjemand? Ist jemand massiv von Corona betroffen? Fühlt sich jemand ganz, ganz... Haben wir eine Dame da? Wo ist die Dame, die vorher da war und schwer krank ist? Wir haben sie vorher leider wegschicken müssen. Ein bisschen einen spanischen Akzent hatte sie. Sonst machen wir eins, dann fange ich mal kurz mit meiner Rede an und der Yasin wird sie suchen. Ist das in Ordnung für euch? Sehr gut. Also liebe Freunde, bei der letzten Demo hier in Salzburg durfte ich meine Erfahrungen als Krisenmanager mit euch teilen. Feststellen, dass die Pandemie mit einem ordentlichen Risikomanagement hätte verhindert werden können. Zudem haben wir die Verhältnismäßigkeit, aber auch den Sinn diverser Maßnahmen hinterfragt. Das Ergebnis war fatal. Was ich mir damals nicht vorstellen hätte können, war, dass die Regierung überhaupt nichts aus dem ersten Lockdown gelernt hat und tatsächlich einen zweiten verhängte. Auch der Aufbau einer ständigen Druckkulisse, also das bewusste Schüren von Ängsten, wird weiter aufrechterhalten. Heute muss ich sagen, dass der Begriff blankes Entsetzen nicht ausreicht, um im Ansatz zu beschreiben, was ich dabei empfinde, wenn diese Regierung den Begriff Krisenmanagement für ihre Zwecke missbraucht. Krisen zu verursachen, um eine Krise zu bekämpfen, ist kein geeignetes Werkzeug für einen Manager. Denn wer anderen mutwillig einen Schaden zufügt, ruiniert oder sogar zum Selbstmord treibt, der begeht ein Verbrechen. Ich habe dazu ein plakatives Beispiel. Jetzt stellt euch bei euch mal vor, ihr habt zu Hause in der Küche einen Ölbrand. Was würdet ihr tun? Natürlich das Feuer zu ersticken. Ganz logisch, oder? Was macht da unsere Regierung? Die nimmt dann einmal Wasser, schüttet das mal drauf, bumm, ganz logisch. Und weil es ja noch nicht reicht, zündet es anschließend neue Auto an. Und wenn ihr dann indigniert daneben steht und sagt, hey, Auto kaputt, Wohnung kaputt, dann hört es ein ganz leises Flüstern in eurem Ohr. Selber schuld, hätte es halt mitgeholfen. Jawohl. Liebe Leute, ich habe mich deswegen dazu entschieden, heute nicht als Krisenmanager vor euch zu stehen. Heute bin ich einer von der Regierung bevormundeter Familienvater, ein von der Politik betrogener Wirtschaftstreibender, ein der Grundrechte und Freiheit beraubter Bürger. Und vor allem bin ich eins. Leute, ich bin sauer! Und ich hoffe, ihr verurteilt es mich nicht. Aber ich bin eben kein Mediziner nicht. Und deswegen, ja, ich zähle mich auch nicht zu den Corona-Leugnern. Ich glaube, dass der Virus da ist, dass er vielleicht gefährlich ist und dass manche Menschen daran sterben und vielleicht auch, ja, grausam daran sterben. Und ich werde mich auch nicht an Verschwörungstheorien beteiligen. Weil mir ganz ehrlich, wer glaubt, dass Bill Gates unsere Gene austauschen will, der darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann mal nicht mehr ernst genommen wird. Der kommt eh weg, sagst du. Liebe Leute, ich bin dann niemand, der, wenn jemand sich bei Maßnahmen sicher fühlt, etwas dagegen sagen wird. Und ich bin sogar nicht einmal Impfgegner. Das heißt, wenn sich jemand impfen lassen will, ist das für mich ein klares Abwägen von Risiken. Wenn er will, soll er es machen. Wenn er in einer Risikogruppe ist, soll er es machen. Wisst ihr, was uns verloren gegangen ist? Uns ist irgendwann einmal die Vernunft verloren gegangen, um richtig mit solchen Themen einfach umzugehen. Jetzt muss man was sagen, wenn wir bei dem Thema Vernunft sind, vernünftig ist es nicht, wenn wir die Gefahren von Impfungen verharmlost werden. Wir brauchen diesbezüglich einen völlig neuen Zugang, nämlich Transparenz und Ehrlichkeit. Vertrauen wird auch nicht aufgebaut, wenn Pharmakonzerne und Politiker kategorisch ablehnen, für mögliche Impfschäden aufzukommen. Wer dann noch von Impfpflicht spricht, meine Freunde, gefährdet nicht nur den Frieden dieses Landes, sondern unsere Demokratie und das Grundgesetz. Zudem muss ich euch ganz offen mal sagen, ich hab's satt, mich von Dilettanten bevormunden zu lassen, die wohl vergessen haben, wer sie bezahlt und wem sie die Treue geschworen haben.
Niemals, und das verspreche ich euch, niemals werden wir es respektieren, wenn Corona dazu missbraucht wird, um ständig Angriffe auf unsere Grundrechte zu rechtfertigen. Und das sage ich auch offen, Politiker, die bewusst diese Grenze überschreiten, haben nicht nur jeden Anstand verloren, solche Menschen können für mich für ein Strafgericht. Aber vielleicht kann man bei einer völlig pervertierten Politik auch nichts anderes erwarten. Vielleicht sollten wir Corona als Chance sehen, einfach etwas zu ändern. Warum benötigen wir eigentlich Parteien? Ist ein Politiker eigentlich einer Partei treu? Oder dem Bürger? Und ich glaube, in Österreich braucht man diese Frage tatsächlich nicht stellen. Wir haben 183 Abgeordnete im Parlament, die bei Abstimmungen grundsätzlich immer die Meinung ihrer 5 Fraktionen vertreten. Also wäre es nicht sinnvoll, diese mal massiv zu reduzieren? Oder einfach besser, diese ganzen Parteisoldaten mit Spezialisten aus allen Bereichen zu ersetzen? Leute, was wir dringend brauchen, das ist Integrität, Weisheit und Erfahrung. Und ich persönlich würde viel lieber die Interessen alleinerziehender Mütter, Vertreter unterschiedlichster Berufe und Stände im Parlament vertreten wissen. Und zwar ohne Bindung an irgendeiner Partei. Wie kann es sein, dass wir am Ende unserer Führungsketten der Ministerien, also die Minister, und ich benutze das Wort ganz bewusst ein zweites Mal, Dilettanten sitzen haben? Und das ist nicht einmal böse gemeint, aber wer glaubt, dass ein Lehrer von heute auf morgen zum Gesundheitsminister mutiert, der darf sich doch nicht wundern, dass in diesem Land nichts mehr funktioniert. Ich sage euch, wenn wir das in der freien Wirtschaft machen würden, wisst ihr, was dann wäre? Dann hätten wir ab sofort Masseninsolvenz. Und wisst ihr, was ist eigentlich das Erste, was eine Partei macht, wenn sie in die Regierung kommt? Sich Aufsichtsräte sichern. Und jetzt erklärt mir mal bitte jemand, was hat ein ORF-Politiker im Aufsichtsrat des ORFs verloren? Auch in den meisten Betrieben schaut es nicht anders aus. Also die öffentlich sind, zumindest sitzen Betriebsräte drinnen, die nicht die Mitarbeiter vertreten, sondern der jeweilige Fraktion. Das ist traurig, liebe Leute. Und was mir fast am meisten nervt, ist, dass ständig angelogen werden. Welche Arroganz gehört denn dazu, ständig ein ganzes Volk zu belügen? Laut dem Finanzminister wird dem Wirtschaftstreibenden der Schaden ersetzt, der dieser durch den Lockdown erleidet. Das habt ihr alle gehört, oder? Das ist jetzt nicht meine Meinung. Wo sind denn meine 50.000 Euro, die ich nachweislich ausschließlich und völlig unschuldig durch Corona verloren habe? Wenn ich als Wirtschaftstreibender andere belüge, um meine Interessen durchzusetzen, dann sitze ich irgendwann mal wegen wirtschaftlichem Betrug im Gefängnis. Leute, bei unserer Politik ist Lügen völlig normal und Mittel zum Zweck. Für mich ist es Zeit, dass Politiker für Lügen und angerichteten Schaden zur Verantwortung gezogen werden, weil sie verdienen ja auch genug. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir Gefahren und Chancen einer zunehmenden Digitalisierung komplett verschlafen. Unser Schulsystem völlig veraltet ist, übrigens zum Leid unserer Kleinsten. Wir brauchen uns auch nicht darüber unterhalten, ob die Polizei ohne richterlichen Beschluss unsere Wohnungen betreten darf oder ob man zu Massentests gezwungen werden darf. Liebe Leute, das Traurige ist, unser eigentlich schönes Österreich ist von Korruption zerfressen. Medien werden ganz offen durch Inserate gekauft und wundern sich anschließend, weil sie als Lügenmedien deklariert werden. Wir sind in einer Demokratie eingeschlafen und in einer dystopischen Diktatur aufgewacht. Aber warum ändern wir nichts daran? Wir lassen uns deshalb fast alles gefallen, weil wir uns ständig spalten lassen. In rechts, in links, in Moslems, in Christen, in Verschwörungstheoretiker und die Schlafschafe. Und wisst ihr, was das wirklich perfide ist? Eigentlich trennen uns gar nicht so viel. Eigentlich sind wir ziemlich gemeinsam mit ganz, ganz wenigen Unterschieden. Wir lassen uns nur in den unterschiedlichsten Formen immer wieder manipulieren. Wir haben das Zuhören verlernt. Und zwar im Zuhören, ohne im Kopf schon ein Gegenargument vorzubereiten, sondern voller Wertschätzung und Achtung. Mit dem wirklichen Willen, den anderen zu verstehen. Warum denkst du eigentlich so, wie du denkst? Und auch, ja, wenn ich mich von meiner eigenen Wahrheit nicht abbringen lasse,
Wie kommen wir zu einer gemeinsamen Lösung? Wäre richtiges Zuhören und Überprüfen von Informationen ein Schulfach, dann wäre die Politik von heute morgen schon Geschichte. Aber es gibt auch Hoffnung, dass wir doch noch erwachen. In Österreich hat vor kurzem ein Vertreter der linken Szene, der Journalist Florian Klenk, dem sonst sehr verhassten Andreas Gabalier die Hand gereicht, um Spenden für einen von Insolvenz betroffenen Bergbauern zu sammeln. Gemeinsam haben sie dieses Ziel erreicht. Die beiden haben offensichtlich verstanden, dass die Zeit, Gräben zu reißen, vorbei ist. Leute, wir brauchen Brücken zueinander und Menschen, die uns diese Brücken bauen. Auch Hoffnung geben Persönlichkeiten wie die eloquente Monika Gruber oder unsere Nina Broll, die den Mut haben, nicht vor dem Mainstream einzuknicken, sondern ganz klar Kante zeigen. Mädels, ihr seid die Helden dieser Zeit. Vielen Dank dafür. Und zuletzt ein paar Worte zu jenen Menschen, die es als Ärzte und Pflege in Zeiten wie diesen sicher nicht leicht haben und vielleicht wenig Verständnis dafür aufbringen können, dass wir uns hier so zahlreich versammeln. Bitte bedenkt, ihr habt noch euren Job und euren Gehalt. Viele von uns wissen nicht mehr, wie sie Miete und die nächste Rechnung bezahlen sollen. Und Hand aufs Herz, wer wird künftig dieses nicht gerade günstige Gesundheitswesen erhalten, wenn uns die Wirtschaft komplett wegbricht? Wenn ihr heute über zu wenig Betten schimpft, bedenkt, dass es morgen vielleicht nur noch Matratzen geben wird. Und statt Ausreden Medikamente und medizinisches Personal das blanke Elend. Und wer das übertrieben findet, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir uns nicht mehr von unseren Alten und Kranken verabschieden dürfen? Nachbarn den Nachbarn denunziert, Leute, weil er Besuch bekommt. Und wir nicht mal in ein Restaurant gehen können, ja, oder einfach Sport treiben. Dass wir alle wie Verbrecher maskiert durch die Gegend laufen und bestraft werden, wenn wir uns auf eine Parkbank sitzen. Wer hätte sich vorstellen können, dass wir uns von der Politik vorschreiben lassen, wie und mit wem wir Weihnachten feiern dürfen? Seid's mal nicht böse, aber dagegen ist doch die Vorstellung eines maroden, nicht mehr finanzierbaren Gesundheitssystems ein Witz. Also, liebes Krankenhauspersonal, wir stehen nicht nur für uns hier, sondern mit euch und für euch. Und dem einen oder anderen unkündbaren Beamten, der sich jetzt wenig angesprochen fühlt und in sich in scheinbarer Sicherheit wiegt, möchte ich ohne Häme flüstern. Weißt du, welche Berufsgruppe während der Wirtschaftskrise Griechenlands als erster gekündigt wurde? Leute, ich glaube, wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot. Und ich glaube, wenn wir uns umschauen, sehen wir so viele Probleme. Lasst uns aufhören, andere zu verurteilen. Lasst uns Brücken bauen, weil nur so, glaube ich, können wir irgendwas erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas.